Die Silke hat mir eine Nachricht geschickt und sie sagte, sie ist total golfbegeistert. Gerade Platzreife bestanden, Bälle fliegen, aber unterwegs kommt sie einfach nicht weit genug. Dieses Video ist für Silke und für dich, falls du auch länger möchtest vom Fairway. So, ich habe eine Frage. Wie geht's, wenn du dein Eisen 9 nimmst, also Eisen 9, Eisen 8 oder Pitching Wedge? Wie fliegen die Bälle? Falls die Bälle gerade fliegen und auch wichtig, falls die Bälle relativ hoch fliegen, dann habe ich eine Möglichkeit für dich, den Ball auf jeden Fall weiter zu schlagen. Und das hat mit diesem Schläger zu tun. Das ist ein Rescue oder ein Hybrid. Und auf diesem Rescue steht die Nummer 6. Rescue 6 hat ungefähr 30 Grad Loft. Das ist gut. Und es ist auch wichtig, wenn du mit einem Rescue oder Hybrid spielst, dass du mit einem mit viel Loft spielst. Also ich finde 6 perfekt für den Anfang. So, ich nehme erstmal mein Eisen 9. Wie fühlt sich eigentlich der Schwung an mit dem Eisen 9? Wenn du mit dem Erfolg hast, schwingst du wahrscheinlich relativ steil hoch. Und wahrscheinlich schwingst du auch schön nach unten. Wenn du einen Schlag mit diesem Schläger machst, schlägst du in den Boden, du machst ein Divot und der Ball fliegt schön hoch und gerade. Wenn das so ist, dann nimm diesen Schläger und es gibt bestimmt einen in deinem Pro Shop, den du ausprobieren kannst oder vielleicht hast du einen Freund mit einem Rescue mit viel Loft. Aber mit diesem Schläger spiel den Ball als allererstes etwas weiter vorne im Stand. Dann schau unbedingt, dass dein Griff stark genug ist, dass du den Schläger in den Fingern hältst. Nur ein stärkerer Griff wird mehr Power und Länge bringen. Und da schlage ich vor, dass du den Schläger immer von oben greifst, dass der Schläger dann in den Fingern liegt. Viele Golfer greifen den Schläger von der Seite. Das ist ganz schwach. Der Ball wird ja nicht weit fliegen. Dann drehen sie die Hand. Die spannen dann auch den Arm an, was nicht so gut ist. So einfach von oben greifen. Okay, Ball ist vorne. Und dann guck mal, dass du genau das tust, was du mit den kurzen Eisen machst. Schwing mal gerade zurück und hoch. Also nicht nach hier. Wenn ich zu sehr um meinen Körper schwinge, komme ich nicht runter. So, gerade hoch. Wie ist mein Wirbelsäulewinkel? Das ist sehr wichtig. Wir wollen gerade bleiben. Weil wenn du das tust oder das tust, ist die Chance nicht sehr gut, dass du den Ball gut triffst. Du musst einfach den Ball solide treffen, damit er weiter fliegt. Sonst wird kein Schläger auf der Welt dir helfen. Der Ball muss mittig getroffen werden und der Gedanke Wirbelsäule Stabilität, also um die Wirbelsäule dich zu drehen, das wird dir gut helfen. So, nachdem wir uns so ausgeholt haben, ist jetzt ganz entscheidend, dass du wie mit den Eisen nach unten schwenkst. Versuch ein Divot zu schlagen. Dieser Kopf wird dafür sorgen, mit der großen Sohle, dass der Schläger nicht tief in den Boden geht. Und der kann einfach nicht tief in den Boden gehen. So, bewusst nach unten schwingen. Und dann komm in die Endposition. Der Ball fliegt mit dem Rescue höher aus mit den Eisen und weiter. So, da dieser Rescue 6 mit 30 Grad Loft relativ kurz ist, übrigens 32 oder 28 Grad Loft würde auch gehen, ist es wirklich ziemlich einfach, den Ball zu treffen. Aber der Ball wird weiter und höher als mit den Eisen fliegen. So, das ist für mich eine ganz tolle Lösung für einen Anfängergolfer, den Ball weiter zu schlagen vom Fairway.